Morgen ist es endlich soweit. Wann geht's los? Wo geht's los? Genau, morgen um 9 Uhr startet der Madonna Beauty Day und findet in der Wiener Innenstadt, in der Aula der Wissenschaften statt. Das ist in der Wollzeile, also wirklich ganz easy zu erreichen. Und wird wirklich ein Tag, der im Zeichen der Schönheit steht, mit vollem Programm, von tollen Bühnenprogrammen über Treatments, die man machen lassen kann. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Die Frauen freuen sich natürlich ganz besonders immer auf diesen einen Tag, auf den Madonna Beauty Tag. Es gibt natürlich auch wieder in diesem Jahr eine Reihe von Stars, die mit dabei sind. Genau, also wir freuen uns wirklich aufs Programm, weil es ist ein cooles Line-up, was wir haben. Es sind zahlreiche Promis dabei. Es ist unter anderem Judith Williams dabei, Riccardo Simonetti, Frauke Ludowig kennt man sehr gut, Sophia Thiel, eine sehr bekannte Influencerin. Boris Entrop, der Star-Visagist sozusagen, à la Promis. Also es wird ein cooles Line-up geben und wir freuen uns ganz besonders, dass es wirklich den ganzen Tag was zu hören und zu sehen geben wird. Wie kann man sich diesen Beauty-Tag vorstellen? Du hast vorhin auch schon angesprochen, es gibt diverse Treatments und natürlich auch die Stars. Kann man wirklich mit ihnen dann vor Ort sprechen? Genau, also einerseits sind die Stars da, die auch wirklich hautnah für alle Besucherinnen zur Verfügung stehen. Und man kann Selfies mit ihnen machen, man kann mit ihnen sprechen. Sie sind auf der Bühne für einen Talk sozusagen, für ein Interview. Aber davor und danach gibt es immer Möglichkeiten für alle Besucherinnen, sich auch mit den Stars auszutauschen. Das ist sozusagen das eine, was den Madonna Beauty Day auszeichnet. Und das andere ist wirklich das Erlebnis und diese Erlebniswelt vor Ort, wenn man das so sagen kann, wo einfach wirklich über 50 Aussteller sind, die die neuesten Treatments am Beauty-Markt anbieten, von Haare über Make-up, über Hautberatung, über Nägel, natürlich ein großes Thema. Also wirklich vom bis, alles was mit Schönheit und Kosmetik und Pflege zu tun hat, findet sich dort und da kann man wirklich die neuesten Produkte austesten, Treatments machen lassen und das alles, also die Treatments sind kostenlos, was natürlich auch sehr cool ist und kann sich dort wirklich verschönern und verwöhnen lassen. Welche Brands sind morgen vertreten? Es sind viele, also es sind über 50 Brands. Das Besondere am morgigen Tag ist auch, es gibt zwei Tickets-Kategorien. Zu den Tickets kommen wir vielleicht nachher noch kurz. Und diese zwei Tickets-Kategorien mit dem Gold-Ticket, das ist sozusagen das bessere Ticket, hat man nochmal Access zu einem Premium-Floor, nennt sich das, wo wirklich ganz hochkarätige Luxus-Beauty-Marken sind. Dort ist zum Beispiel Yves Saint Laurent, Prada, also wirklich auch eine eigene Luxus-Beauty-Welt, die sich dort findet. Das geht aber nur mit dem Gold-Ticket. Und dann gibt es den Main Floor, wo für alle Besucher natürlich Zugang ist, wo wirklich die großen Brands und Mass-Market sozusagen ist, also von L'Oreal bis GW Kosmetik, findet sich da alles. Wir wissen bereits aus den vergangenen Jahren, dieses Event ist natürlich bestens besucht. Die Tickets sind immer in kürzester Zeit weg. Wie sieht es denn mit diesen Tickets in diesem Jahr bzw. für morgen aus? Gibt es noch welche? Es gibt noch ein kleines Restkontingent, wo man heute sozusagen noch Tickets ergattern kann. Die kann man eigentlich ganz einfach auf www.madonnabeautyday.at kaufen. Und da gibt es eben noch ein kleines Restkontingent an Red-Tickets und Gold-Tickets, so nennen die sich. Das Red-Ticket ist sozusagen das normale Ticket. Das kostet 49,90 Euro. Und das Gold-Ticket, wie gesagt, ist das, wo man sozusagen zum Premium-Floor auch Exit hat und ein paar zusätzliche Goodies noch und auch ein besseres Goodie-Bag dabei hat, also ein upgegradeteres Goodie-Bag. Das kostet 79,90 Euro. Und du hast vorhin natürlich auch schon angesprochen, diverse Stars sind mit dabei, wie natürlich unter anderem Riccardo Simonetti, Boris Entrop. Er ist natürlich eben bekannt als der Mann, der die Frauen einfach so schön macht, der alles aus ihnen herausholt. Und dann natürlich auch noch Frauke Ludowig mit dabei. Wie kann man sich das vorstellen? Die werden auf die Bühne geholt und dann wird einfach ein Talk gemacht. Genau, also es ist bei jedem ein bisschen anders. Prinzipiell sind es Stage-Talks, wo sie sozusagen ihr Beauty-Wissen zum Besten geben. Bei Boris Entrop, weil du ihn vorher gerade angesprochen hast, ist es immer so, dass er ein Beauty-Tutorial live auf der Bühne macht. Das heißt, er schminkt anhand einer Madonna-Leserin, da gab es ein Gewinnspiel, die neuesten Herbsttrends und
Und bei ihm ist es wirklich immer ganz cool, weil er sich sehr close mit dem Publikum austauscht. Das heißt, das Publikum kann jederzeit währenddessen Fragen stellen und sich mit ihm austauschen. Und das ist wirklich immer eine total nette und enge Atmosphäre, weil er gilt wirklich auch als sehr nahbar und nimmt sich für jeden Zeit und beantwortet Fragen und ist wirklich cool.